Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu Sekiro Shadow the Twice. Ja, ich habe im letzten Part nur mal kurz die Armprothese entgegengenommen und bin ein bisschen in der Gegend rumgegammelt. Und ich habe offscreen eine Gebetsperle bekommen und irgendwie ein, ja, etwas Neues für unsere Armprothese. Und ja, wir gucken das jetzt mal an. Ohne Moment, die wir haben. Wo geht's da hin? Kügelchen, heile Kürbisflasche, leichter Geldbeutel, Heimkehr, Handwasche. Und ich zeige euch natürlich die etwas seltenen Sachen: Gebetsperle und Kürbissamen, ne? Das wird lustig. Ich bin froh, So. dass ihr gekommen seid, werter Wolf. Kürbissamen geben. Sind das Kürbissamen? Ja, bringt sie her. Legt die Samen in die Kürbisflasche. Perfekt. Warum geht das Jetzt nicht vor erhöht sich Ort? die Menge des Heilwassers in eurer Kürbisflasche. Welch seltsame Medizin. Ist es seltsam? Ich verüble es euch nicht. Wenn es effektiv ist, ist es ein Grund zum Feiern. Ob seltsam oder nicht. So hat mein Mentor Dogen es mich gelehrt. Ich verstehe. Bitte bringt mir weitere Kürbissamen, solltet ihr welche finden. Ich müsste die Menge an Heilwasser damit weiter steigern können. Okay. Wiedersehen. Aber wie ging das nochmal? Oh, scheiße. Warum habe ich jetzt ein Kügelchen gefressen, nicht Depp? Ich habe etwas gefunden. Ein Shinobi-Modul? Ja. Ich habe dir bereits erzählt, dass deine Prothese ein Fangzahn ist und durch den Einbau von passenden Shinobi-Modulen in deinen Arm kannst du die Form dieses Zahns verändern. Feste Schilde? Mach Kleinholz aus ihnen. Flinke Gegner? Erledige sie aus der Ferne. Je mehr Module du hast, desto mehr Möglichkeiten hast du, deine Feinde zu besiegen. Wenn jemand erledigt werden muss, gibt es dafür auch das passende Modul. So einfach ist das. Anscheinend wisst ihr eine Menge über die Prothese. Ich sollte mich beruhigen. Je länger ich von Blut spreche, desto dämonischer werden meine Skulpturen. Gib her. Ich baue das Modul für dich ein. Okay, reguläre Shinobi-Module, die du in der Welt findest, können im Menü neues Prothesenmodul erstellen, an die Shinobi-Prothese angepasst werden. Geladene Wurfsterne herstellen. Verbrauch Geistembleme. Mit einer flüssigen Bewegung wird ein Wurfstern geladen und auf ein Ziel abgefeuert. Der Wurfstern schädigt Vitalität und Haltung eines Feindes und fügt besonders springenden Feinden erheblichen Schaden zu. Wurfsternwurf, Angriff durch ein geworfenes. Okay. Egal was ich tue, jeder Buddha, den ich schnitze, ist eine Wiedergeburt des Zorns. Das ist das Schicksal derjenigen, die eine tiefe karmische Schuld tragen. Du wirst es verstehen, wenn du eines Tages versuchst, selbst einen zu schnitzen. Also, brauchst du etwas? Nö. Ja, richtig. Dieser gütig blickende Buddha, stell mit ihm nichts Komisches. Module sind angepasst. Shinobi-Module für die Prothese. Sie werden im Ausgriff und verbrauchen Geistembleme. Aha.
Geistembleme werden zum Aktivieren von Prothesenmodulen benötigt und bei jedem Einsatz verbraucht. Erhalte Geistembleme durch Besiegen von Feinden in der Welt oder durch Kauf bei Figuren des Bildhauers. Sie finden ihren Weg zu dir, wenn du in ihrer Nähe kommst. Aha. Aber wie? Okay, Prothesenmodul-Ausrüstungsplätze wurden freigeschaltet. Es gibt 3 Plätze, um Prothesenmodule nach Bedarf auszurüsten oder zu wechseln. In der Ausrüstungswahl ist die Steuerung mit Dreieck einsehbar. Aha. Ein lustiges Gebetsperl an einer Figur des Bildhauses 4 davon dazu bringen, erhöht die maximale Vitalität und Haltung. Okay. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das Gebiet geklärt habe. Zunächst einmal bin ich hier runtergegangen, habe den Kollegen da direkt anvisiert und getötet. Danach bin ich da hoch. Okay. Und jetzt seht ihr da unten gleich was. Oi. Das war jetzt nicht so. Nicht so geplant. So. So. Na wunderbar. Blockt am besten immer. Und das ist auch schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal hier gewesen bin, muss ich sagen. So. Oh, muss das sein? Ach, geil. So, dann geht man am besten da hoch. Hä? So. Hier anvisieren. Und tot. Hier kommen auch Wölfe oder Hunde, wie auch immer. Au. Ha, interessant. Kürbisflasche. Und jetzt ist es noch lustiger. Hier kommen jetzt noch 2 Wölfe. Man kann sie auch parieren, so dass man sie direkt killen kann. So, seht ihr? Aber das war jetzt nicht das, was ich euch zeigen wollte. So, dann gehen wir jetzt hier hoch. Hier gibt es auch noch einen Hahn, glaube ich. Haben wir auch schon im letzten Part gesehen. Da oben, da unten ist nochmal so eine Statue da. Wo ihr natürlich... No. So noch was machen könnt. Hier unten müsst ihr hin. So, könnt ihr euch droppen lassen. Und dann ist hier noch ein Item. Falls ihr alles 100% haben wollt, könnt ihr euch natürlich auch wieder zurückziehen.
Ist alles kein Problem. So. Ach ja. Das war jetzt wunderbar. So, jetzt raste ich kurz, weil... Ach so. Ich brauche 4 Gebetsperlen. Dann raste ich mal. Geist im Lehme kaufen. Aber warum kann ich das Geld nicht aufsammeln? Das ist das andere. So. Na komm. Au. Der hat ja Geld jetzt dabei, ne? Was? Geh weg, ohne Spaß. So, und wie sammle ich jetzt das Geld auf? Ja. Nice. Habe ich hier die Steuerung irgendwie? Keine Ahnung, wie ich Geld sammeln kann. Ohne Spaß. Funktioniert bei mir nicht. Irgendwie. Nö. So gehe ich natürlich nicht weiter. Oh, ich habe 2 jetzt. Und jetzt? Ja, komm. Kleiner Knirch. Und da drin gibt's die Verbesserung hier. Da gibt's den Wurfstern. Und wo ich jetzt die Gebetsperle her habe, das ist von dem Gegner da vorne, der jetzt nicht mehr da ist. Warum ist er nicht mehr da? Naja. Ganz einfach. Ich habe ihn schon gekillt, weil ich dachte eigentlich, es wäre nur ein normaler, etwas stärkerer Gegner und wurde prompt überrascht. Der hatte den Kürbissamen und eine Gebetsperle bei sich. Ja, hallo. Wie machen wir das jetzt? Da kommt der nächste Dulli. Ha. Jetzt stehen die plötzlich beide da, oder wie? Ja, moin.
So. Easy. Wo war der Scharfschütze? Der Demlack. Habe ich dich schon angelockt? Keramiksplitter. Interessant. Da nichts ist, ist ja auch ein bisschen verwunderlich. Und ich weiß, es sagt sich leicht, ihr dürft nicht so viel sterben, weil sonst bekommen die Leute, also die mit euch was zu tun haben, einen Husten und so. Die Fäulnis bricht über sie herein. Sie sterben zwar nicht, auch wenn es teilweise suggeriert wird, yo, ich könnte sterben und so, aber sie tun es nie. Aber, yo, ihr könnt einfach dann nichts mehr machen. Ich bin weg. Ich bin weg. Nope, nee, 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 nee. Ich bin ja schon geistesgestört, ne, aber... Das Einzige, was ich jetzt mache, ist... Ich hole mir eine... nach dem anderen. Aber jetzt wieder weg. Und dann wieder hin. So. Ha. Der Maestro hat's geschafft, ey. Was übt der da? Oder die? Wollen die mich komplett rollen? Ja, spring runter. Stirb selbst. Dann habe ich eine Arbeit weniger. Sehen die mich komplett? Okay. Aha. Nö. Sehe ich ja nicht ein. Kommen die nicht hier hoch? Oder sind sie zu dumm?
So. Wo ist der Holzklotz? Ha. Tja, Stealth bin ich immer noch genial unterwegs. Ja, überall Geld, aber ich kann es nicht einsammeln, Mann. Ha. Das ist sowas von behindert. Mibo-Ballon des Reichtums. Interessant. Gucken wir gleich mal an, aber ich muss jetzt da mal googeln. Sekiro, Shadow of the Twice, Geld einsammeln. Entweder bin ich zu dumm oder keine Ahnung was. Drachenpfeile, das habe ich gerade eben angesprochen. Oh. Wenn man eine Secure einen Gegner looten, wie kann ich den Loot von erledigten Gegnern aufheben? Wenn man ihn einen Gegner umlegt, dann bekommt man nicht automatisch was? Den Loot, da die Gegner aber einiges an Sinn fallen lassen. Also das Geld im Spiel sollte man die Gegner, wenn möglich, immer looten. Doch wie funktioniert das? Musst du dich einfach in der Nähe von diesem bewegen und auf der PS4 die Viereck-Taste und auf der Xbox X-Taste kurz gedrückt halten. Dadurch wird er über den innerschönen Loot angezogen. Okay, ein Mibu-Ballon mit Urquellwasser getränkt mit Segen des Reichtums. Wenn man den goldenen Mibu-Ballon zum Platzen bringt und betet, erhalten alle auf, die sein Wasser spritzt, für eine Zeit mehr Münzen. Mibu bedeutet Wasserleben oder im Wasser geborenes Leben. Die Aschina halten das Quellwasser selbst für unbedeutungswürdig. Ach so, endlich. Mibu-Eigentum-Ballon. Ein Mibu-Ballon von Urquellwasser getränkt mit dem Segen des Glücks. Wenn man den grünen Mibu-Ballon zum Platzen bringt und betet, erhalten alle, auf die sein Wasser spritzt, eine größere Chance, Objekt zu erhalten. Mibu bedeutet Wasserleben. Ja. Ja moin, ich komm raus und werde direkt entdeckt. Ich weiß ja nicht mal, wo der Kollege ist. Endlich, ich sammle auch mal Geld ein. Ja moin. Ja, man muss wirklich gedrückt halten, die Taste, wo man Sachen aufhebt. Sonst kommt der Sog nicht und wir können das Geld nicht einsammeln. Hä? Okay. Nein! Gut, kann man hier einfach so, no. Mal eine Runde runterspringen, ohne direkt was zu versemmeln. In einem Dark Souls wäre ich jetzt tot und alle Gegner wären respawned. Ähä.
Bist du das, Inosuke? Mein Sohn, hast du den jungen Herrn gesehen? Was? Hast du nichts zu sagen? Tut dir dein Bauch weh oder so? Du hattest schon immer einen schwachen Magen. Wie dem auch sei, nimm diese Glocke. Sie ist ein Talisman. Ich habe sie für den jungen Herrn gemacht. Bitte, bete sie Buddha zu seinem Wohl an. Kuros Glockenamulett, ein Glockenamulett, das du von einer alten Frau bekommen hast, die dich bat, es Buddha darzubieten. Glockenamulette schützen ihren Besitzer durch den göttlichen Segen Buddhas. Besitzt man das Glockenamulett eines anderen, so ist es üblich, es Buddha im Namen dieser Person darzubieten. Der Bildhauer im Maradon-Tempel weiß, wie man es darbietet. Okay. So. Dein Ernst gerade? So. Wollt ihr mich verarschen? Da hinten geht's noch lang, Mann. Oh, leichter Geldbeutel. Leichter Geldbeutel. Ja, moin. So, gab es mehrere Geldbeutel? Interessant. Und jetzt? Wie machen wir das? Das ist ja noch einer. Wer ist da? Dein Ende. Ist da jemand? Ja. Oh, diese Stimme. Nein. Kann es sein? Herr, ich heiße Inosuke Nogami. Ich stehe im Dienst der Familie Hirata. Das tat ich zumindest. Könntet ihr bitte nach der alten Frau in dem Haus dort sehen? Sie ist meine Mutter, aber sie hat den Verstand verloren. Sie kann Leute nicht auseinanderhalten. Ich habe eure Mutter getroffen. Sie gab mir eine Glocke. Das hat sie, oder? Vielen Dank dafür. Diese Glocke hat ihr schon lange, lange Kummer bereitet. Sie murmelte zusammenhanglos irgendwas darüber, sie würde sie Buddha anbieten. Der Mann von vorhin, ja? Ich wollte euch danken, dass ihr meiner Mutter ihren Willen lasst. Diese Glocke hat ihr schon lange, lange. Sie murmelt. Habt ihr das gerade gesehen? Der Typ hat auf mich geschossen, Mann.
Er darf mich nicht sehen. Oh. Ja gut. So kann es auch passieren, wa? Eigentlich wollte ich nicht. Nimm mein Blut und lebe wieder. Hä? Ich bin doch... Oh, ist das geil. Wenn du Blut des Göttlichen erben, kannst du durch Auferstehungsmacht von den Toten zurückkehren. Eine Ladung wird durch Rassen bei einer Figur des Bildhauses wiederhergestellt. Besiege Feinde für weitere. Nach ihrem Einsatz kannst du sie erst wieder nutzen, indem du gegen Ausschalt oder Totschläge ausführst. Nö, sehe ich nicht ein. Ich bin noch gerade dem Tod von der Schippe gesprungen. Ich bin nicht dumm. Ich bin sowas von nicht dumm. Wenn ich schon sowas bekomme. Ach du Schande. Ich weiß, selbst wenn jetzt da vorne gleich was gewesen wäre, ist mir scheißegal. Hier beten, rasten, wie auch immer. Ach du Schande. So. Ist ja geil, ey. So. Voila. Ja, jetzt müssen wir aber die Gegner hier wieder so abschlachten. Ach Gottchen. Das wird mir was. Man kommt ja hier gar nicht voran. Oh. Ja, ist klar. Das lief ja mal suboptimal. Ist eigentlich der große Wikinger da tot? Ich hätte den zuerst ausschalten sollen. Den da unten auch. So. Voilà. Ja, ist klar. Vor allen Dingen sind sie so feige und sind nur zu dritt unterwegs. Und dann habe ich den großen Koloss erledigt. Muss ich jetzt hin? Oh, ui, 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 ui. Ich dachte, da wäre nur einer. Ui, ui, ui. Ja, ich bin nicht dumm und lege mich mit irgendwie 6 Leuten an. Nee. Dafür bin ich nicht krank genug. Und vor allem nicht mit dem Scharfschützen im Gepäck.
Muss ich noch weiter weg? Bitte nicht. Seid einfach lieb und seid nicht assi. Aha. Habt ihr mich vergessen oder will da noch, also wollen da noch ein paar welche eins auf die Fresse haben? Ja, klar. Hat ja wunderbar geklappt, Mann. Muss ich sagen. Ich habe schon wieder keine Heil-Items mehr. Nee, ich bin weg. Also das Beste ist, dass man hier durch die Dächer fliegen kann. Also über die Dächer, nicht durch die Dächer. Ohne Spaß, das geht so gar nicht klar. So. Ich beende dann mal die Folge für heute, Freunde. Wir sind nicht weit gekommen, aber wir haben ein bisschen was erlebt. Wir haben, also ich habe euch gezeigt, wie man es machen sollte und wie man es nicht macht. Definitiv nicht. Und ja, wir haben endlich, wie soll ich sagen, wir können einmal mehr sterben. Ist ja nice. So muss das. Ich hoffe, euch hat es wie gesagt gefallen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Oh, halt die Backen, Kollege. Ja. Ich meine, wir sind doch hier nicht wegen des Kampfes gerade. Na, no. Tödle.